Servus Freunde, kurze Info bezüglich zweier Projekte, die hier bald starten sollten oder starten sollen oder weitergehen sollen. Ich will es kurz und knapp machen, das Video wird auf dem Rebellische Rabauken-Kanal genauso wie auf meinem Hauptkanal Frittenfriseur LPs hochkommen. Grund dafür ist, dass es eben auch den Rebellische Rabauken-Kanal betrifft. Und zwar, ich habe es schon mal auf meinem Discord-Server vor ein paar Tagen, glaube ich, gepostet. Pascal hat mir mitgeteilt, dass er keine Lust, Zeit, eher Lust, aber auch ein bisschen Zeit, aber vor allen Dingen Zeit, hat, dieses Jahr bei Giroforscher mitzumachen. Es wird also keine Giroforscher mit Pascal geben in diesem Jahr bei dem Rebellischer Rabauken-Kanal. Ich finde diese Entscheidung sehr schade, kann sie aber natürlich nachvollziehen, weil Real Life geht halt vor, ne? Das schreibt ihr mir ja auch gerne in die Kommentare. Blöd ist es halt immer, wenn das nicht nur sowas ist, was man halt sagt, weil es logisch ist, sondern wenn dann halt was ausfällt deswegen. Ich finde es sehr schade, denn ich hatte immer sehr viel Freude an den Giro-Vorschauen. Es ist ja auch wirklich ein Stück History hier auf meiner YouTube-Präsenz, ist ja so, oder halt auf unserer YouTube-Präsenz. Denn 2013 kam die erste Giro-Vorschau hoch und seitdem haben wir jedes Jahr, mit Ausnahme letzten Jahres, weil halt Corona dazwischen kam, eine gemacht. Dieses Jahr wird es keine geben, denn ich habe ich hatte verschiedene Optionen natürlich, also es war klar, mit Pascal wird es keine geben. Mir hat dann noch der liebe Darts-Fan schöne Grüße an der Stelle geschrieben, dass er sich gerne bereit erklären würde dafür, eine Giro-Vorschau zu machen in diesem Jahr. Das ist sehr nett von dir, Darts-Fan. Ich danke dir wirklich dafür. Ich finde deinen Einsatz super. Du bist hier immer einer der Ersten, die sagen, ich würde gerne was machen, ich würde den Kanal gerne unterstützen und so weiter. Finde ich super. Also wirklich Chapeau. Hier, ich ziehe mein Headset vor dir. Finde ich, vielmehr mein Kopfhörer. Finde ich toll. Der Grund, warum ich es trotzdem nicht wahrnehmen möchte, es hat tatsächlich nichts mit dir zu tun. Du bist ein super cooler Kerl und wir können auch gerne wieder mal was zusammen machen, auch aufnahmetechnisch oder sowas, das ist gar nicht das Ding. Aber die Giro-Vorschau ist halt so ein Ding zwischen mir und Pascal und ich glaube, du und auch alle anderen hier können das verstehen. Das ist ein Ding zwischen mir und Pascal gewesen, seit wir beide mit YouTube angefangen haben. Er hat ja auch mal YouTube gemacht, das ist schon ein bisschen her, aber es war ja so. Und wir haben das Jahr für Jahr selbst, also zusammen durchgezogen. Und wenn er sagt, er kann nicht, er will nicht, okay, dann ist es so. Dann muss ich aber sagen, wenn ich jetzt irgendwie die Giro-Vorschau alleine oder mit Darts-Fan oder mit jemand anderem machen würde, dann wäre das irgendwie nicht das gleiche Feeling. Weil, wie gesagt, es ist halt einfach ein Projekt, was davon lebt, dass ich das zusammen mit Pascal gemacht habe. Und dadurch, dass wir es eben jetzt dieses Jahr nicht zusammen machen, finde ich, ist es für mich persönlich das Beste zu sagen, ey, dann lassen wir es. Dann lassen wir es, dann machen wir da nicht so eine halbgare Ersatznummer draus, die dann irgendwie sich auch für mich nicht richtig anfühlt. Dann lassen wir es einfach. Es steht natürlich jedem von euch frei, eine eigene Giro-Vorschau zu machen oder sonst was, könnt ihr gerne machen. Aber ich werde dieses Jahr keine machen, aus diesem Grund. Also, ne? Das zweite ist die Soma Custom Kampagnen. Das betrifft jetzt natürlich den Kanal Frittenfriseur. Ist ja ein aktuelles Projekt. Wir haben schon eine Custom Kampagne uns angeschaut. Ich habe auch schon angefangen, die zweite aufzunehmen. Ich muss aber sagen, das Problem, was ich mit den Custom Kampagnen momentan habe, ist, ich kann mich nicht so recht motivieren, die aufzunehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es ist relativ anstrengend, die Soma Custom Kampagnen aufzunehmen. Weil es halt eine ganz eigene Art von Spiel ist, die sehr viel Konzentration erfordert. Vor allen Dingen, weil diese Mods alle auf Englisch sind und ich dann sozusagen bei jeder Folge auch so ein bisschen den Dolmetscher machen muss. Das mache ich durchaus gerne, aber auch da ist es so eine Sache, ich muss halt richtig Bock drauf haben. Und bislang hatte ich diese Lust, das jetzt weiterzumachen, noch nicht so krass. Oder auch die Zeit nicht. Ich finde, es ist halt auch schwierig, wenn ich dann mal eine Folge aufnehme oder zwei. Und dann komme ich mal eine Woche oder zwei Wochen und das geht halt relativ schnell.
dass man mal 2 Wochen gar nicht dazu kommt, das aufzunehmen, weil man halt auch Real-Life-Sachen, Verpflichtungen hat. Man muss arbeiten, man hat auch einen Haushalt mittlerweile, den man führen muss. Völlig verrückt, aber es ist so. Und man hat natürlich auch noch andere YouTube-Projekte, auch das und auch andere Hobbys und auch andere Sachen, die man machen möchte und so weiter. Heißt einfach, der Faktor Zeit ist so ein bisschen ein Problem und ich brauche für die Sommer-Custom-Kampagne wirklich Zeit und Ruhe und Muße, mich da voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und dementsprechend, das soll nur mal ein kurzer Wasserstand sein. Ich möchte das Projekt jetzt nicht komplett abbrechen oder sonst was. Nein, ich möchte mir gerne die Custom-Kampagnen weiter anschauen. Ganz ehrlich, die Custom-Kampagnen, die jetzt als nächstes dran kommen, sind, glaube ich, aus dem Jahr 2016 oder sowas. Da macht es jetzt einen Monat oder 2 Monate länger, glaube ich, auch nicht mehr aus, bis das hier auf YouTube landet. Ich weiß natürlich vor allen Dingen der liebe Tristan, schöne Grüße an der Stelle, wartet sehnsüchtig auf die Folgen. Aber ich will mich nicht zwingen. Also ich will mich wirklich nicht zwingen, denn es ist nun mal nur ein Hobby. YouTube ist nun mal nur ein Hobby für mich und kein Beruf. Und dementsprechend möchte ich das Ganze halt auch wirklich nur dann machen, wenn ich auch richtig Lust drauf habe. Und nicht so, ja, ich würde eigentlich gerne was anderes spielen, aber ich muss ja. Da will ich mich wirklich nicht dazu hintreiben, weil das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht und ich finde, es ist dann eine Lose-Lose-Situation für alle. Also ich habe nicht so mega Bock damit und nicht so mega Spaß damit und ich glaube auch ihr als Zuschauer merkt das dann und habt auch nicht so viel Spaß mit dem Projekt. Dementsprechend werde ich mich jetzt nicht irgendwie zwingen und hinsetzen und sagen, ich nehme jetzt so mal Custom-Kampagnen auf, auch wenn ich gar nicht den Kopf dafür habe. Sondern ich werde das dann machen, wenn ich wieder richtig motiviert bin und Bock habe, das zu machen. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber das nur dazu. Ja, und das waren die 2 negativen Nachrichten, die ich leider habe. Also keine Giro-Vorschau und so mal Custom-Kampagnen kommen, aber wann weiß ich nicht. Ja, und ansonsten, die anderen Projekte laufen wie geplant weiter. Ich bemühe mich, dass Zelda jetzt regelmäßig kommt. Bin auch frohen Mutes, dass wir das dann durchkriegen, bis dann im Juli Formel 1 kommt als Nachfolgeprojekt. Das war ja so der Plan. Minecraft kommt immer Mittwoch, Samstags, also immer Mittwoch und Samstag jeweils eine neue Folge. Auch das klappt ganz gut. Pro Cycling Manager, das klappt auch gut, weil das halt auch so ein Spiel ist, das kann ich irgendwie immer spielen. Minecraft kann ich auch immer spielen. Da brauche ich nicht großartig den Kopf dazu. Das sind chillige Spiele, die kriege ich auch so hin. Aber bei Soma brauche ich halt wirklich, ne, da brauche ich meine Ruhe dazu und kann. Es ist einfach kein Spiel, was ich mal ebenso für eine Stunde oder sowas spielen kann. Da brauche ich schon mal eine längere Zeit Ruhe. Und so. Ja, das nur mal als kurze Wasserstandsmeldung. Wie gesagt, die anderen Projekte gehen soweit normal weiter wie geplant. Formel 1 ist auch nach wie vor geplant. Und so weiter und so fort. Des Weiteren, auch das kann ich ja schon mal ankündigen, bin ich bald bei Manu P. zu Gast auf dem Kanal. Also könnt ihr ja da gerne mal vorbeischauen. Da war ich für 3 Folgen bei Super Mario Star Road Gastkommentator. Und ich muss sagen, die Aufnahme war wirklich sehr, sehr cool. Hat mega, mega Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, schaut mal auf dem Kanal von Manu P. vorbei. Wird ja mit M4 NU, Leerzeichen P geschrieben. Könnt ihr mir gerne mal ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt, und ihn schön von mir grüßen. Und bald kommen da Star Wars Folgen, wo ich auch zu Gast bin. Und die empfehle ich euch sehr, denn sie waren super lustig. Zumindest die Aufnahmen. Aber doch, die waren lustig. Ja. Also, das war jetzt mal die kurze Info zu diesen Sachen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß mit dem Kanal. Es ist alles nicht so einfach, weil ich halt nicht mehr der Typ von 2015 bin, der nichts anderes zu tun hat außer YouTube, weil er aktuell irgendwie arbeitslos ist. Ist halt momentan nicht der Fall, aber ist ja auch nicht so schlecht. Muss man ja auch mal sagen. Und es kommt ja trotzdem noch viel online in diesem Sinne. Apropos, es kommt auch bald ein Formel 1 Let's Raps raus, also eine Folge Formel 1 auf dem Kanal. Auch das als kurze Info, die müsste irgendwann in die nächsten Tage kommen. Ja, damit ihr es auch mal gehört habt, habe ich mal spontan aufgenommen. Also, danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Das muss ich schnell ausmachen, sonst wird mir wieder vorgeworfen, ich will die 10 Minuten vollkriegen wegen Geldgehalt. Was Quatsch ist. Tschüss.